Initiating satellite scan. Camera deployed. Link establishing. Satellite coming down. Welcome to duty. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen, liebe Triple Fler. Willkommen zurück, Friends, Family und Fans. Schön, seid ihr wieder hier. Dienstagabend, Late Night, mitten in der Nacht. Ich bin zurück von der Arbeit. Heute kam ein neues Spiel. Offiziell released am 13. genau. 13.03. Und das Ganze nennt sich Pure Farming 2018. Also sowas wie der Farm Simulator. Ich hab's heute gekriegt, ich hab's runtergeladen, ich hab's installiert, ich hab's noch nicht getestet, noch nicht gespielt. Das will ich jetzt mit euch zusammen machen. Ne? Das machen wir jetzt. Genau. Ich schalte ins Spiel. Let's rock and roll. So sieht das Ganze aus. Ich bin eben gerade in den Optionen gewesen. Ich hab da ein bisschen was eingestellt. Schade finde ich bis jetzt, dass man die Steuerung nicht anpassen kann. Bis jetzt. Das geht leider nicht, liebe Freunde. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten Grafik habe ich alles auf Ultra. Eigentlich alles hochgedreht, was nur geht. Effekte habe ich alles oben. Radio ist nicht schlecht. Man kann Radio hören über einen Online-Stream, wenn man das möchte. Oder hier auf dem Rechner in dem Ordner, wo das Spiel ist, seine eigene Playlist anlegen und Musik hören, die man in dem Ordner hat. Ansonsten Benutzer definiert, ich habe mir mal so einen Typen gemacht hier mit einem Strohhut, irgendwas, das ist mein Farmer jetzt. Add-ons sind auch installiert. Ich habe ja die Ultimate Edition geholt. Also gab es ein paar mehr Sachen. Importe ist, glaube ich, für Mods. Freie Landwirtschaft wäre da diese eine Modus, wo wir einfach farmen können, wie wir wollen. Herausforderungen auf der verschiedenen Karten, also entweder Montana, Kolumbien, Italien, Japan, genau. Ich dachte, irgendwann war noch Germany mit dabei. Tja, weiß ich nicht. Mein erster Bauernhof. Da fangen wir jetzt an. Mein Großvater war ein hart arbeitender Mann. Er hat seinen Bauernhof sehr gemocht. Er war sein ganzer Stolz. Wenn ich meine Ferien mit ihm verbrachte, erlaubte er mir, ihm auf dem Feld zu helfen. Damals merkte ich nicht, wie er mich mit seiner Leidenschaft ansteckte. Und dann vergingen die Jahre und ich sah meinen Großvater immer seltener. Ich wollte immer raus und zum Lande, so oft ich konnte. Leider war mein Vater dagegen. Er dachte, dass die Landwirtschaft keine Zukunft habe und ich würde meine Zeit nur verschwenden. Und so starb Opa, bevor ein anständiger Nachfahre übernehmen konnte. Er hinterließ keinen letzten Willen und ein Bauernhof voller Schulden. Es scheint, als wolle niemand den Komfort seiner urbanen Heimat aufgeben. Ich bin der Einzige in meiner Familie, der deren Erbe zu retten gewillt ist. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich spüre in meinem Herzen, dass ich es tun kann. Es tun muss. Am Anfang muss ich mir zweifellos die Hände schmutzig machen. Keine Zeit zu verlieren. Packen wir es an. Okay, Ackerland. Okay. Also, wir übernehmen jetzt in unserem ersten Bauernhof hier von Opa, ne? Den übernehmen wir jetzt. Ich bin gespannt. Also, wir sind hier. Unser Farmer. Unser Dude, der Dude vom Lande hier in seinem Haus. Also, willkommen auf dem Bauernhof. Lese E-Mails auf dem Tablet. Sie haben eine neue E-Mail empfangen. Also drücken Sie V. Das ist das Tablet. Hallo, hallo Tablet. Morgens um 8, Tag 1, Temperatur stimmt, Geld stimmt. XP. Ah, hier gibt es ein XP-System. Okay. Maschinen. Sogar was zum Sammeln. Saphire. Okay. Also, E-Mails.
Bewegung, gehen wir mal. Schnappen Sie etwas frische Luft. WASD, Shift. Umsehen mit der Maus. Bankkredit. Okay. 275.000. Okay. 275.000 Euro Schulden haben wir. Statistikkamera, okay. Dann hier Aufgaben. Lies E-Mails auf dem Tablet, da sind wir dran. Spielerstatus. Spielerfortschritt. Ah, das ist für die Neville. Level, lalala. Okay, das ist die Hilfe. Okay, so. Raus. Jetzt, dann bewegen wir uns mal aus dem... Sie haben eine neue E-Mail empfangen. Du hältst 50 XP. Boah, sieht aber nice aus. Guckt euch das an. Ist echt hübsch. Ist da ein Kamin, der brennt? Ja, da drin ist ein Kamin. Oh mein Gott. Also, V. Neue E-Mails. Navigation. Das war einfach, oder etwa nicht? Der Gegenstand momentan ist ziemlich weitläufig. Okay. Eine Minikarte. Die haben wir unten links. Die sehen wir, ja. Wunderbar. Haben wir noch eine normale Karte? M? Nee. Aha, oben links. Aha, die Zeit. Ja. Ah. Begibt sich zur angezeigten Position. Ah, das ist da drüben. Rennen mit Shift. Okay, ich bin eigentlich kein Shift-Renner. Ich habe das immer auf der Maus, aber wir können ja die Tastatur noch nicht einstellen. Sie haben eine neue E-Mail. Okay, wir wollen ja nicht vergessen, das ist der erste Tag, wo das Spiel draußen ist. Ne? E-Mail, Karte. Hallo, Sima, begibt sich zum Kartoffellager. Aha. Mit M und N kann ich suchen. Okay. Gut. Also, M. Die Map. Oh, das sieht schon nice aus. Hübsch. Oh, das ist alles. Ah, wird das auch noch größer hier? Oh mein Gott. Okay, jetzt war das was mit N. N und dann Kartoffelspeicher. 1. Ah, der ist hier. Okay. Wie kann ich da jetzt eine Markierung setzen? Wie geht das? Kann ich das? Hallo? Ah, platzieren Sie eine Markierung. E. Okay. Okay, das ist da hinten. Boah, sieht schon hübsch aus. Das Ganze ist echt hübsch gemacht. Guckt euch das an. Wow. Fahnen. Okay. Wow. So. Sie haben ein... Die E-Mail haben wir schon angeguckt, oder nicht? Große Karte. Ja. Gucken wir mal. Ja. Das ist das Kartoffellager, okay. Sie haben eine neue E-Mail. E-Mail. Du bist hier! Wow. Begib dich zur Scheune vor dem Bauern. Okay. Zur Scheune, also. Das kleine 1x1 vom Rumrennen. In dem Spiel. Okay. Not bad. Aber sieht schon nice aus. Guckt euch das an. Echt hübsch mit dem Holz vorm Haus.
Sogar ein kleiner Wasserhahn, ne? Gummistiefel. Das ist echt hübsch gemacht. Okay. Sie haben eine neue E-Mail. Okay, E-Mail. Scheunen. Scheunen werden ab der Maschinenausrüstung zu Lager. Aha, Drohnen. Verschleiß von Fahrzeugen. Aha. Alle Fahrzeuge, die du verwendest, nutze ich mit der Zeit ab. Aha. Eine Werkstatt auf dem Bauernhof. Steigenden Traktor und fahre in die Werkstatt. Okay. Traktor. Ah, das mit E, ne? Ah ja, nutzen E. Oh, hübsch. Was haben wir denn da? Kamera schwenken. Oh yeah. Oh yeah. Was haben wir sonst noch? Radio 4. Lichter anschalten, F2. Boah, das ist sogar drin beleuchtet. Das ist ja nice. Das ist hübsch. Scheibenwische. Haben wir hinten auch? Ah ja. Oh mein Gott. Aber das sieht schon... Scheibenwischer aus. Okay. Sogar mit einem schönen Tablet drin. Ist ja nice. Oh, okay. Betritt die Werkstatt. Jetzt muss ich wahrscheinlich da drauf fahren, ne? Okay. Geh zum Aha. Okay, der Trecker ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Aber... Computer. Steuerung. Fahrzeugdiagnose öffnen. Ah, Fahrzeugdiagnose. Unser Trecker ist defekt. Motor ein bisschen. Ah, das können wir einzeln reparieren. Und, ah, wir reparieren aber alles. Dum, 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 dum. Neue E-Mail. Fahrzeugsteuerung. Ja, das hatten wir schon. Computer des Mechanikers. Wir können kontrollieren mit E. Ja, haben wir gemacht. Verwenden. Navigieren haben wir auch gemacht. Regelmäßige Kontrollen. An deiner Stelle würde ich den Mähdrescher überprüfen und nachsehen, ob er repariert werden muss. Muss er repariert werden, ja oder nein? Kopf an Kopf mit Maschinen. Ja, das haben wir gelernt, genau. Ja, dann. Ab in den Trecker. Wie war Licht? F2. Genau. Raus da. Also, jetzt müssen wir zum Mähdrescher. Das heißt, wir lassen den mal hier stehen. So. Der Mähdrescher. Ah, hübsches Gerät. Hübsches Gerät. Palesse. GS irgendwas. Okay, guck. Okay. Sie haben eine neue E-Mail. Dass es das nicht einblenden kann. Fahrzeuggrundlagen eines Mähdreschers. Nein. Parkier den Mähdrescher vor dem... ich muss da kurz... Soundeffekt Radio. Der ist ein bisschen laut, der Radio. Immer noch ein bisschen laut. 50. Geht 50 oder noch leiser? Ist immer noch ein bisschen laut. Wenn man 30. 40. 40 ist okay. Wenn man 40. Okay. So. B.
bringe den Pflücker an. Achtung jetzt. Gerät vorne anbringen. Okay. Sie haben eine neue E-Mail. Schon wieder. Pflücker abnehmen. Pflücker ist angebracht. Gut gemacht. Das Abnehmen dieses Geräts ist genauso leicht. Mit G abnehmen. Ah. Fahre mit dem... Aha. Begib dich zum Rand des Feldes. Ja. Das sieht schon hübsch aus. Mal gucken. Boah, habt ihr gesehen? Das ist alles beleuchtet drin. Oh, das gefällt mir. Okay, der Joystick ist jetzt nicht animiert. Mal gucken. Aber sieht nice aus. Echt hübsch. So, jetzt sind wir hier beim Feld. Okay. Sie haben eine neue E-Mail. Immer diese E-Mails. Verwendung ist Mähdrescher. Mähdrescher ausfahren, senken, einschalten. Tempomat mit Shift. Okay. Also. R. Einschalten. Ausschalten. Mal kurz außen. Ah, okay. Also R. Einschalten. Dann klappt das sich auf. Okay. Nach unten bewegen. X. Okay. Machen wir das kurz. Hm. Und dann arbeiten. F. Da hat sich jetzt nichts bewegt, ne? Das ist ein bisschen schade, dass da an den Knöpfen nichts passiert. Das ist echt ein bisschen schade, ne? Was haben wir da oben? Tankanzeige. Ist sie funktionell? Ich glaube. Ja, wir gucken jetzt mal. Wir dreschen mal eine Runde. Ah! Das ist ja auch nice rechts. Feld Nummer 3, verbleibende Kulturen in Prozent. Das ist ja nice. Das gefällt mir schon mal besser als im Farmsim. So. Jetzt war das was. Hoch mit... Nach oben. X. Okay. Nicht schlecht. Lustiges Spiel. Nach unten mit X. Aha. Das ist echt hübsch gemacht mit dieser Anzeige rechts da. Das ist eine massive Verbesserung gegenüber dem Farmsim, finde ich. Massiv. Unten rechts. Ja, sonst ist ein bisschen... Vom Aufbau her sieht es genau gleich aus wie der Farmsim sonst. Können eigentlich mal das Licht on, ausmachen da. Dann wird es nicht so blenden, ne? So, das ist aber echt... Sieht echt hammerhart aus. Also die Grafik ist... Mir gefällt's. Auch dieses Tablet-Zeug da, alles. Wie gesagt, das innen mit Licht ist. Die ganzen Armaturen mit Licht. Ich bin gespannt, wo das Spiel noch hinführt. Gefällt mir. Gefällt mir echt. Bis jetzt, liebe Freunde. Ne? Gefällt mir. Not bad. So. So. Füllt sich langsam. Das ist ja wunderschön. Weiß nicht, wie laut ist dieser Radio eigentlich? Ich finde ihn immer noch ein bisschen laut. Fast zu laut. Man hört die Maschinensounds zu wenig. Aber vielleicht täuscht mich das. Jo. Ja, diese Anzeige rechts, da ist echt nice. Wir sehen, was wir abernten, wie viel Prozent noch ist vom Feld, welches Feld es ist.
gefällt. Was ist die Anzeige oben da? Ist das der Füllstand? Dieses Grüne? Ja, das ist anscheinend der Füllstand, wa? Gleich wie unten rechts in Kilo. Echt hübsch. Kann man da Scheibenwischer? Geht's hier auch, ne? Nee, nicht der. Zwei. Rundumleuchte gibt's auch. Das ist ja nice. Scheibenwischer. Okay. Das gefällt mir. Das ist schon mal... richtig nice. Pure Farming. Oh, das ist ein bisschen doof, ne? Oh. Dum-dum-dum-dum. Okay. Tablet. Die erste Ernte. Glückwunsch. Du hast genug Weizen geerntet. Jeder Mähdrescher hat einen Container. Nee. Begib dich zum Traktor, wenn du bereit bist. Ja, bin ich bereit? Kann ich da jetzt? Nee. Hübsch. Oh, verschmutzt auch. Nice. Schmutziger Drescher, du. Ja, nicht übel. Es sieht einfach auch hübsch aus. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist oben diese Leiste, dass die eine andere Farbe hat. Das stört mich persönlich ein bisschen. Man kann ja da mit F1, kann man... aha, eben, das geht nur das. Das ist ein bisschen schade. Steuerung umschalten, F... ah, dann geht's an den... ah, das wäre dann für den Gamepad-Modus, ne? Falls wir Gamepad spielen würden. Anhänger anschließen. T anschließen. Aha. Die maximale Geschwindigkeit. Wo ist der Anhänger da? Oh, da können wir eigentlich gleich... oh, das macht echt Spaß. Gerät hinten anbringen. Okay, wieso dauert das so lange? Moment. Nochmal trennen. Nochmal anmachen. Okay, nochmal. Es braucht ein bisschen Zeit, aber... ja. Okay, das geht ja im echten Leben auch nicht so. Ich fahre hin, zack, zack, angekuppelt, ne? Ist okay. Oh, geht das Zeug kaputt, wenn ich drüber fahre? Beim Farmsim ging ja das ohne Mod nicht. Oh, das ist ja nice. Feld Nummer 3. Gepflügt 49%. Kultivierung, ne. Spritzen 0. Oh, das ist nice, diese Anzeige. Okay, es geht nichts kaputt. Das ist schade. Das ist schade. Das müssen sie noch ändern. Oder eine Mod rausbringen. Aber diese Anzeige ist schon... so. Den haben wir da. Und jetzt... lade Feldfrüchte in den Anhänger. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder in den Drescher, ne? Okay. Entlademodus. Y. Hä? Ah, lol. Mit der Maus. Okay. Okay. Nicht übel. Sie haben neue E-Mails. Feldfrüchte entladen.
Lagerung der Feldfrüchte. Begib dich jetzt in die Kornkammer. Also. Zum Trecker. Ah, ich muss unbedingt, ich muss dafür, glaube ich, meine Lenkrad wieder anschließen für das Spiel. Ich muss echt mein Lenkrad wieder anschließen für das Spiel. Das macht echt Bock. Okay, wo muss ich da? Kann ich da auch? Ach ja, hübsch. Rein. Okay, abladen, ha. Ah, das sieht. Ah, zeigt sogar an, wie viel. 2% Weizen haben wir drin in der Kornkammer 1. E-Mail. Ausgezeichnet. Ah, verlade die Feldfrüchte vom Silo. Jetzt haben wir sie abgekippt, jetzt sollen wir sie wieder verladen, oder was? Okay, ist ein Tutorial. Die wissen schon, was sie tun. Oh, sogar schön mit Licht, der Wagen. Ey, boah, nice gemacht. Auch die ganze Animation von der Feder da. Wow. Das haben sie echt hübsch gemacht. Sind die Spiegel? Die Spiegel sind irgendwie... Na, die Spiegel sind Müll. Die Rückspiegel sind Müll. Seitenspiegel. Ah, 2% haben wir in der Kornkammer. Okay. Weizen. Jetzt gibt's Weizen. Okay. Neue E-Mail. Verkaufe 6200 Kilogramm Feldfrüchte in der... So viel haben wir nicht. Sie haben eine neue E-Mail. Gratulation, du bist jetzt mit dem Prozess vertraut. Okay. Dem Verkauf von Feldfrüchten. Ernte den verbleibenden Weizen von den Feldern, fahre zur Einkaufszentrale und verkaufe 6000. Ah. Sei bitte vorsichtig. Wenn du deinen Weizen herumliegen lässt, wird er nach 3 Tagen verschwinden. Oh. Oh, nichts rumliegen lassen. Okay. Das ist echt. Wow, 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 wow. Das Spiel ist... Mir gefällt's jetzt schon. Ich finde das Spiel Hammer. Ich find's lustig. So, das heißt, wir müssen jetzt mit dem Drescher noch ein bisschen dreschen gehen. Bis wir 6000 Kilo haben, die wir verkaufen können. Jetzt, schon wieder diese Anzeige rechts. Das ist echt nice. Kann ich auch von der falschen Seite einsteigen? Ja, das geht. Okay, das ist öde. Einschalten war wo? Arbeiten, F. Das ist ein bisschen öde. Das ist nicht so ganz simulationsgerecht, dass man von jeder Seite einsteigen kann. Das könnte man noch anpassen. Aber das ist jetzt schon mal Meckern auf hohem Niveau, sage ich jetzt. Kommt vielleicht noch. Wie gesagt, das Spiel ist ja erst seit heute offiziell draußen. Ne? Also. Vielleicht kommt es ja noch. Bis jetzt habe ich auf jeden Fall Freude. Freude, liebe Freunde. Richtig Freude. Ich glaube, das könnte richtig eine fette Konkurrenz zum Farm Sim 17 sein. Oder dann zum 19er, der ja auch kommen soll Ende Jahr. Ende Jahr, ich glaube Oktober oder November, sollte Farming Simulator 19 kommen, so wie ich gelesen habe. Mal gucken. Ich muss aber unbedingt mein Lenkrad wieder anschließen. Richtig Bock auf das. Bin gespannt.
Weil im Moment kann man ja die Steuerung in den Optionsmenü noch nicht anpassen, habe ich ja schon gesagt vorhin. Das ist ein bisschen schlecht, wenn ich die Tastenbelegung nicht selber wählen kann. Das stört mich ein bisschen. Aber wie gesagt, das kommt ja vielleicht auch noch. Ne? Ist ja alles noch neu. Wir kennen ja andere Spiele, die einen schlechteren Zustand hatten bei Release. Bis jetzt, ich muss sagen, wie gesagt, auch die ganze Grafik oder wie das aussieht, das ist aber wunderschön. Ich finde es wunderschön. Nice gemacht mit vielen kleinen Details. Jetzt hier auch, wenn wir Licht machen wieder, wow, drinnen beleuchtet. Das ist so, ich finde genau solche Sachen braucht das. Ein solches Spiel braucht solche Sachen. Ich wünsche mir halt bei jedem Simulationsspiel ein bedienbares Cockpit. Oh, ist der schmutzig. Oh, ist das Ding so schmutzig? Das sieht aus wie Blut. Ja, habe ich einen Reh erwischt oder was? Oh mein Gott. Ich wünsche mich, das war schon bei Farmsim. Ich hätte gern ein bedienbares Cockpit gehabt, dass ich die Schalter bedienen kann. Sowas wie bei Flight Simulator oder DCS oder so. Das wäre nice gewesen. Bedienbares Cockpit. Okay, auch hier die Spiegel sind unbrauchbar. Das ist auch beim Farmsim so. Okay, mein Schneidwerk hätte, glaube ich, die Farbe Rot. Und das andere ist Schmutz. Das sieht aber aus, als wäre die Farbe so beige. Und ich habe ihn ein Tier erwischt. Also echt krass. Also. Nö. Ausschalten. Das sieht echt. Das, das sieht nicht hübsch aus. Hoch. Außenansicht wollte ich. Das sieht echt nicht hübsch aus. So, jetzt entladen. War wieder mit Y. Ah, draufbleiben und dann mit der Maus wieder, ne? Genau. Au. Haben wir genug Platz in dem Anhänger? Okay. Behälter wurde geleert. Klappen wir das wieder ein. Das ist echt cool mit der Maus, dass man da. Das ist echt cool. Da. Also, jetzt müssen wir das Zeug verkaufen gehen. Oh, das ist echt. Oh, guckt euch das an. So hübsch gemacht. Auch der Wagen. Das ist echt. Viele kleine Details, die man gemacht hat. Was ich noch nicht... Ich glaube, blinken kann man noch nicht. Ich glaube, ich habe noch nichts gesehen zum Blinken. Oder macht er das automatisch? Nee, macht er nicht. Kann ich sonst irgendwie blinken? Nee. Blinken geht nicht. Das ist schade. So. Das ist Fernlicht. Was ist denn das für ein Licht? Ah, das hinten, das Arbeitslicht, ne? Hübsch. So. Ah, das war das Tor. Jetzt machen wir das mal ein bisschen zu. Verkaufe 6200 Kilogramm Feldfrüchte. So viel haben wir gerade. Ramdam. Wo müssen wir denn da hin? Jetzt fahren wir da nach unten. Eine Eisenbahn. Bisschen mehr Licht. Sieht schon nice aus. Wie gesagt, das ganze Cockpit. Gibt es eine Hupe? Muss ich kurz gucken.
Optionen, Steuerung. Lichter, Tasten. Kamera bewegen, Kamera umschalten. Glaube nicht. Annehmen. Ich glaube, es gibt keine Hupe im Moment. Das ist auch so was. Das muss auch noch kommen. Das gehört zu dem Fahrzeug dazu. Es muss hupen können. Ja, der Radio ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, man kann auch lokale Dateien einspielen in den Radio. Einfach einen Ordner auswählen in den Optionen. Direkt kann man einen Ordner auswählen. Ich kann das nochmal zeigen sonst. Wo war das denn? Effekte? Nee. Irgendwo war das. Oder ging das? Ah, das ging vorhin in, im Hauptmenü, genau. Im Hauptmenü, das kann man hier nicht machen. Ha. Im Hauptmenü kann man einen Ordner auswählen, wo Musik, also MP3-Files drin sind. Kann ich hier, hier kann ich weiter, ne? Oh, eine Baumfarm. Wie hübsch. Hübsch wie hübsch. Mitten in der Nacht. Also mitten in der Nacht. 8:30 Uhr abends. Okay. Nice. Schade, funktioniert das Tablet da nicht. Aber wahrscheinlich kommt das dann auch noch. Wow, wie hübsch. Fahrzeuge. Eisenbahn? Okay. Rumlaufende Leute. Oh mein Gott. USA? Ich sehe doch was im Spiegel. Aber schlecht. Diese Spiegel sind schlecht, gleich wie beim Farmsim. Echt schlecht. Ja. Diese Spiegel sind schlecht. So. Und jetzt... verkaufen. Ha. Okay. Wie viel Geld gibt das jetzt? Okay, oben entleert. Unten auch. Wir haben Geld gekriegt. 3.169 Euro. Okay. 3.000 Euro für 6 Tonnen? Nee, weniger begeistert. Geschäfte, willkommen. Ja, Gratulation. Ja, ja, ich mag das, wenn man uns gratuliert, das mag ich. Vergiss nicht, deine Fahrzeuge an der Tankstelle zu betanken. Parke neben der Zapfsäule und drücke I zum Tanken. Okay, Geschäfte. Das haben wir. Unternehmensanwendung. Aha. Okay, das ist teurer, als wenn ich selber mache. Wo ist denn hier? Was ist das? Shop. Bankapplikation. Also, unser Kredit von 275.000 Euro. Ratenzahlung. Puh, das können wir nicht. Landwirtschaftliche Materialien kaufen. Okay, das ist einiges teurer. Kaufen, verkaufen. Ja, niedrige, teure Tiere verkaufen. Viehmarkt. Benzin kaufen. 50% teurer, als wenn man selber Benzin holt.
ist nie Fortschritt. Level 0. Okay, was ist der nächste Plan? Tanken oder was? Oh. Hier geht's nicht weiter. Da ist wieder was angezeigt. Fahre zum Geschäft. Okay. Wir fahren zum Geschäft. Das ist ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen. Die Steuerung ist echt sehr sensibel hier. Also, ich tippe nur kurz an. Guckt ihr das an? Ich tippe nur kurz die Taste an. Zack, 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 zack. Ich muss das mit Lenkrad spielen. So, jetzt Geschäft. Wo ist das Geschäft? Hallo, Geschäft. Da oben. Ganz oben. Okay, dann. Ne, 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 ne. Irgendwie. Ne. Du bist im Weg. Oder ich bin im Weg. Dann fahren wir mal zum Geschäft. Oh, das ist ein Zaun. Oh, hier vorne kommt dann gleich die Eisenbahn, oder nicht? Nee, Straße. Der Sound ist ein bisschen wie Farm Sim gerade. Das ist die Tankstelle. Soll ich den jetzt noch tanken? Nee. Nö, nö, nö. Ein Elefant. Kärcher. Kärcher. Muss ich hier schon hoch jetzt? Moin, ich kann eigentlich auf der Straße bleiben. Gab es doch hier so ein Tempomat. Jetzt gebe ich mal Vollgas. Wie viel ist denn hier voll? Vielleicht hätte ich den ollen Wagen nicht mitnehmen sollen. Wenn ich zum Shop gehe. Oh. Jetzt gehe ich sicher dahin und muss irgendwas kaufen. Dann muss ich dann einmal mehr fahren. Wenn der olle Wagen noch da ist. Okay, das ist nicht ganz so weit. Ist okay. Ne. Hey, ist okay, ist okay. Echt hübsch gemacht, das Ganze. Mir gefällt's. Ich find's wunderschön. Wunderschön. Dieser Sound. So, zum Geschäft. Hallo? Sie haben eine neue E-Mail erhalten. Erwerb von Maschinerie. Mhm. Mhm. Tätige jetzt deine erste Investition. Kaufe dir 7 Morten Delfin Wasserzisterne. Aha. Anhänger. Und die Skill in Spritze. Und der Kategorie Angel. Also, Mr. Chinese
Bauertyp hier. Maschinen kaufen. Ah, halt, Moment. Machen das Menü an. Kaufe die 7 Zisterne. Anhänger. 7. 7. 7 Mavea Delfin Zisterne. Das ist die. Ah, verfügbar ab Level 1. Guckt euch das an. Wir können doch gar nicht alles kaufen. Das ist levelabhängig. Naja. Also. Kaufen. Zustimmen. Kaufe die Askringe, das war unter anderes, hieß es, ne? Oh, was haben wir denn für Traktoren? So, kurz gucken. Zetor. McCormick. Landini. Linda. JCB. JCB. Nice. Kultivierung. Kartoffel. Mähdrescher. Lader und Frontlader. Hecklader. Gewichte. Logistik. Autos. Lastwagen. Also anderes. Wie hieß das? Akpilchahapha. Was? Mähwerk. Mähwerk. Akpilchahapha. Das ist es. Dim, 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 dim. Was kann. Toll wäre, wenn. Ah, Information. Baumspritze, die auf 2 Heckdüsen setzt, um gleich 2 Baumreihen gleichzeitig zu. Das für Bäume. Aha. 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 E-Mails. Shopping-App. Shopping-App auf dem Tablet ist 20% teurer. Mhm. Nebenaufgabe. Besuche jetzt den Farmer, der möglicherweise Unterstützung benötigt. Fahrzeugmarkt. Hier kann ich Sachen kaufen. Aber das ist einiges teurer, hieß es, ne? Finde den Farmer, der Hilfe benötigt. Der ist da. Oh, guckt euch das an, wie schmutzig der Scheiß ist. Wow. Für ein bisschen rumkurven hier. Ich frage es, was brauche ich bei dem Farmer? Das ist nicht so weit weg. Soll ich jetzt mal ohne irgendwas dahin? Der ist nicht so weit weg, der ist hier. Das heißt, ich schmeiß den Wagen mal dahin. So. Abnehmen. Genau. Das Zeug ist echt schmutzig. Wenn du ein bisschen rumfährst, das haben sie echt hübsch gemacht. Das nehmen wir dann mit. Wir nehmen mal das hier. Oh. Anbringen.
Ah, so schön gemacht. Auch mit dieser kleinen Druckanzeige da. Ich finde, viel Liebe zum Detail. Viel Liebe zum Detail. Das ist echt, sieht hübsch aus. Jetzt gehe ich mal zu dem Farmer da. Ich bin sicher, dass wir unser neu gekauftes Zeug gleich benutzen werden. Ich bin 100% sicher. Kann ich drauf wetten. Hallo, Mr. Farmer Boy. How can I help you? Sie haben eine E-Mail. Nebenaufgaben durchführen. Spitze, du hast den Farmer gefunden. Oh mein Gott. Aha. Nebenaufgabe. Aha, das ist wichtig, denn du kannst dieselbe Aufgabe nicht... Aha, aha. Einige nehmen auf nicht mit dem Feldflüchten. Aha. Okay. Fahrzeug flexibel wechseln. Also Tab. Okay. Mähdrescher. Oh, das haben sie hübsch gemacht. PKW. Traktoren. Oh, das haben sie echt hübsch gemacht. Das ist einiges besser als im Farmsim, dass man da nach Kategorie direkt... Oh, das ist aber echt... Bombe. Begib dich zur angezeigten Position. I would really like to use your services. I would like to use your services. Ja, dann servier uns mal. Also, 24 Stunden haben wir Zeit. Schließ diese... Aha, fülle den Tankwagen. Fülle den Tank der Plantage. Schließ die Spritze an. Fülle die Gewege an den Rand der Plantage. Spritze die Plantage. Machen wir. Wir haben eine neue E-Mail. Jetzt sind wir aber Zeitdruck, ne? Wasserpumpen. Pumpe das Wasser. Zunehmen Wasser von einer Pumpstation holen und dann den Tantatatata. Also, Wasser, Wasser, Wasser holen. Ist markiert, gelb. Los, Wasser holen. 500 Meter. Kann man hier... Oh, ich muss irgendwie auf die Straße, ne? Kann ich hier auf die Straße? Hier kann ich auf die Straße. Turbo Boost. Die Zeit drängt. Wir haben nur einen Tag Zeit, diese Aufgabe zu erfüllen. Man hole Wasser. Los. Ah, ja. Go, 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 go. Go, 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 go. Es ist echt dunkel in der Nacht, da siehst du nicht viel, du. Solarzellen. Fast da. Go, 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 go. Go, go, Gacchetto Trecca. Go, go, Gacchetto Trecca. Trecca. Kaka. Trecca. Oh, 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 oh. Wasser, 100%. Okay. So, auftanken.
Und jetzt ist wieder back. Was ist das denn für ein Schild? Oh, Bären! Gefahr, Bären! Burn in Oreo! Burn in Oreo! Oh, 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 hier gibt's Bären! Uh-oh! Dangerous! Und hier? Nächsten 10 Kilometer gibt's Bären! Nicht füttern! Don't feed the bears. Oh, ein Babybär dabei. Oh, oh, oh. Di, di. Di, 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 di. Gleich wird's hell. Zum Glück. So dunkel in der Nacht hier. Ladung bewegen. Okay. Wir haben eine E-Mail. Okay. Plantage spritzen. Verbinde Spritze zunächst mit dem Traktor. Ah. Ah, eben doch. Jetzt machen wir das andere Dingsens. Wusste ich. Düm, 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 düm. Ah, es wird langsam wieder hell, liebe Freunde. So, jetzt platzieren wir unser Wasserfass neben unserem Anhänger und holen uns dann diese komische Spritze oder was ist es? So, abhängen. Okay. Ja, jetzt gehen wir mal gucken, liebe Zuschauer. Es wird langsam hell, langsam sehen wir endlich wieder was. Die Spritze. Hinten anhängen. Zack. Wir haben eine neue E-Mail. Flüssigdünger. Musst du Spritze mit Flüssigdünger auffüllen. Fülle die Spritze mit Flüssigdünger. Auch wieder markiert. Okay. Okay, die Straßenlampen sind schon aus. Das heißt, es ist hell genug. Das ist, ich finde es ein bisschen früh, dass die schon aus sind. Ich sehe noch nicht so viel. Okay. Pestizide. R. Aufgefüllt. Sie haben eine E-Mail. E-Mail. Die Plantage spritzen. Fahre entlang der Bäumreihe und spritze sie gründlich. Ah, auf der Minikarte links unten kannst du genau sehen, welche Bäume bereits bespritzt wurden. Gespritzt wurden. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Also, dahin muss ich. Ding, 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 ding. So, jetzt bin ich gespannt. Also, ich fahre jetzt hier hin. Sprühen mit F. Jetzt gucke ich mal auf die Map. Ah ja, man sieht's. Zack, zack. Die ändern. Gibt so Wasserblätigchen da.
Not bad, not bad, my friends, not bad. Das haben sie hübsch gemacht. Diesen Wasserblätchen, das haben sie echt hübsch gemacht. Überall, wo wir durch sind, Minimap geht so, ne? Das finde ich hübsch. Das haben sie schön gemacht. Viele andere Spiele, gerade so Farmsim und so, ändert ja die Farbe auf der Karte. Aber hier gibt es gerade so Symbole. Das ist ja nice. Stoppen. Stoppen. So. Jetzt sind wir die nächste Reihe hier. Anschalten. Und rechts sieht man das auch wieder. Oh, jetzt wird es bewässert. Guckt euch an. Wasser. Da kommt Wasser raus. Oh, das sieht hübsch aus. Nice. Und rechts dieses Kästchen wieder, wo man Wasserlevel sieht, Schädlingsbekämpfung, alles in Prozent, Wasserspeicher. Nice. Der Wasserspeicher sinkt, weil es hier am Bewässern ist. Das sieht ja nice aus. Das ist echt hübsch. Ah, die haben echt... Oh, dieses Spiel, liebe Freunde. Echt not bad. Not bad. Wenn die jetzt noch den Multiplayer hinkriegen, dass man da zu zweit oder zu dritt farmen kann und nicht nur alleine, huh, dann hat's mich. Dann hat's mich erwischt, das Spiel. Ich glaube dann... Oh, mit dem Pret ein bisschen farmen wieder. Oh. Oh, diese Anzeige rechts. Wasserspeicher geht zu Neige. Wasserlevel steigt. Oh, das ist... Oh, Baby. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Hilfe zur Plantage abgeschlossen. Ja, ich mache jetzt hier trotzdem ganz noch fertig. So. Das Tablet. Du hast die Aufgabe des Farmers erfüllt, darum erhältst du 10.000 Euro und 200 Erfahrungspunkte. Wie du sehen konntest, war es dir möglich, die Aufgabe unverzüglich in Angriff zu nehmen, weil du die dafür notwendigen Ausrüstung bereits hattest. Denk daran, dass alle Ausgaben gut überplant sein sollten. Am besten findest du zuerst heraus, welche Ausrüstung für eine Aufgabe gebraucht wird und gehst danach einkaufen. Okay. Okay, das heißt, ich habe das Geld jetzt gekriegt. Farmwirtschaft, sehe ich das hier? Einkommen, 13.000. Ja, das habe ich gekriegt. Wo waren denn da die 10.000? Kann ich da irgendwie... Sehe ich das irgendwo? Da. Tägliches Einkommen. Maschinengebrauch, tägliche Kosten. Erneuerbare Energie. Kann ich Wind- und Sonnenkollektoren kaufen? So, nächste Aufgabe. Begib dich zur angezeigten Position. Und wo ist diese Position? Da. Okay, dann nehmen wir jetzt aber das Fass hier gerade mit. Zum Bauernhof. Hübsch, hier ist langsam hell wird hier. Das Krasse ist, wir sind immer noch im Tutorial drin. Noch nichts Free Farm oder so. Immer noch Tutorial. Und keine Langeweile bis jetzt. Alles wunderbar erklärt. Keine Hänger, keine Lücken. Wunderschön. So. Also, das hier ist für Bäume. Okay. Jetzt gehen wir zur angezeigten Position. Soll ich doch den Rest holen? Vielleicht der Wagen noch, ne? Das ist alles schmutzig. Wie kann ich das Zeug putzen? Muss ich ja wieder so wie bei Phasensinn so einen Kercher kaufen dann? Weiß ich nicht. Oh, da hat's
Okay, Treibhäuser. Ich glaube, die kann ich dann auch kaufen. Ich glaube, das kann ich auch kaufen. Hm. Gucken. Oh, das Wasser sprüht immer noch. Guckt es euch an. Immer noch Wasser drin. Aber gut gemacht. Die Bäume werden bewässert. Pestizide haben wir gespritzt. Oh, es ist so, aha, es ist einfach hübsch. Es ist so hübsch. Echt hübsch. Ja, 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 ja. Wasser geht immer noch. Was ein bisschen noch ist, auf die Distanz ist es noch ein bisschen unscharf. Es ist so ein... Ja, noch so ein bisschen verwaschen irgendwie. Aber sonst, wir haben keine aufploppenden Objekte. Sonst ist eigentlich alles hübsch. Ja. Was soll ich sagen? Wie gesagt, auf Distanz nur ein bisschen unscharf, so ein bisschen verwaschen, aber... Ich habe jetzt die FPS nicht angezeigt. Ich wäre jetzt gespannt, wie viel FPS ich habe. Muss ich bei Gelegenheit bei der nächsten Runde oder so mal noch machen. So, den lassen wir jetzt einfach mal hier. So. Jetzt gehen wir mal zu der Position da. Rente. Moment. Ah, ich kann hier nicht. Ich kann nicht springen. Hier haben wir Hühner. Das können wir bei den Hühnern machen. Hühnerstall. 5000 ist der Wert. Aber ich kann... Der ist ja nicht fertig. Sieht hübsch aus, aber... Hasenstall. Noch ein Hasen. Okay, aber wenn da Hasen drin sind, dann müssen sie das sich noch einmal überlegen. Weil, ne? Tierkomfort und so, Betonboden, also... Da müssen wir nochmal überarbeiten, liebe Freunde. Das sieht ja nicht aus wie ein Hasenstall hier. Aber sonst, es ist so hübsch. Mit den Pflanzen. Wunderschön. Oh, guckt euch an, wie schmutzig der Trecker ist. Wow. Wow, 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 wow. Mir gefällt's. Ist das hier Silage wahrscheinlich? Silage? Oh, da vorne hat es ganz viele Vögel, die fliegen. Vögel! Oh, wir sind hier. E-Mail. E-Mail. Der eigene Boss sein. Wie du die eigene Aufgabe. Ich habe einen Auftrag über Getreide erhalten. Okay. Okay, dann lass uns anfangen. Bring zunächst den Pflug an den Traktor an. Ah, Fahrzeuge und Maschinen können in automatischen Waschanlagen an Tankstellen gereinigt nicht werden. Die haben eine automatische Reinigungsanlage an Tankstellen. Ja. Oh, nicht zu schnell. Kann ich das nochmal haben? Moment. Guckt euch das an, wie hübsch es ist. Also, ich gucke es an.
Es geht ran, es geht hoch, es geht... Oh mein Gott, nochmal Runde. Zack, zack, zack. Es ist nicht Farm Sim, wo einfach anfangen, zack, zack und alles ist dran. Guckt euch das an. Langsam, ankuppeln. Oh man. Okay, das haben wir. Und jetzt? Wir haben eine E-Mail. Der Flug. Es macht sich bezahlt, öfter die Funktion Börse auf einem Punkt zu verwenden. Auf diese Weise weißt du genau, für welche Feldfrüchte es eine hohe Nachfrage gibt. Börse. Wo ist denn die Shop-Funktionalität? Nein. Nein. Nein, nicht die. Wo ist denn die? Wo ist denn die Börse? Nicht Bank. Statistik. Wo ist denn die Börse? Nochmal. Funktion Börse auf dem Tablet. Nein, das ist es nicht. Fahrzeugmarkt. Nein. Wo ist denn diese Börse? Versteh's gar nicht. Statistik. Shop. Aha. Ist es das? Das ist aber keine Börse, das ist... Doch Statistik. Verstehe gar nicht, wo da diese Börse sein soll. Aber okay. Wir gehen pflügen jetzt. So. Wir sind am Rand des Feldes. Sie haben eine neue E-Mail. Mit dem Flugarbeiten. Breite den Flug aus und senke ihn, um mit dem Flügen zu beginnen. Aha. Okay. Entfalten. R. Okay. Nach unten bewegen. Oh, wie hübsch es ist. Echt. Nochmal. Oh, es ist so. Nach unten. So, jetzt nach oben bewegen. Äh.
rotieren. Was ist denn, wenn ich den nicht rotiere? Wenn ich einfach so weitermache. Blöde gesagt. Was ist dann? Ohne rotieren. Ich versuche jetzt das mal. Rotiere ich den mal nicht? Passiert irgendwie nichts, ne? Also, kein Unterschied, ob ich den jetzt rotiere oder nicht. Ist irgendwie dem Feld egal. Also. Das ist echt im Feld egal, ob ich das drehe oder nicht. Okay. Das ist ein bisschen schade, dass das dem Feld egal ist. Das wäre noch so ein nice Feature gewesen. Du musst zwingend den Flug drehen. Muss ich aber nicht. Okay. Naja. Ich muss es nicht. Ich muss ihn nicht drehen. Ich kann einfach so weiterfahren. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber es kann ja nicht am ersten Tag perfekt sein, ne? Kann es nicht. No. Wäre schön, aber muss es nicht. Kann es nicht, soll es nicht. Boah, ist aber ein Riesenfeld, du. Der Sound. Echt. Ja. Mir gefällt der Sound. Oh, habe ich einen Teil vergessen. Verschwitzt. Flüge das Feld. Ja. Das ist krass, wir sind immer noch am Tutorial dran. Seit ein bisschen mehr als einer Stunde. Krass. Aber es... Oh, mir gefällt's. Hammer Game. Ich hoffe, die machen möglichst schnell den Multiplayer-Modus klar. Dass ich da mit Preb ein bisschen rumfahren kann. Oh ja. Oh ja. Mit dem Preb ein bisschen zu zweit farming like no other. Das wäre was. Oh ja. Liebe Freunde. Das wäre was. Ich sag's euch. Mit dem Pre zusammen wieder. Hammerhart. Farming Action. Ja, dieses Tablet. Ich finde schade, dass das... Das wäre nice, wenn ich da so die Karte sehen würde auf dem Tablet. Oder also so GPS oder so. Hm, das kommt ja vielleicht noch.
irgendwann. Oder eine Mod. Eine Mod wäre dafür. Ja. Oh yeah. Du, 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 du. So geht's. Genau so geht's. Boah, krass viel Arbeit das Feld da. Es hat noch nicht so viele Fahrzeuge in dem Spiel, habe ich das Gefühl gehabt vorhin. Hersteller fehlen noch. Also ein paar, eigentlich ziemlich viele. So New Holland und Class und so. Valtra, Fendt. Fehlt alles noch. So einen schlauen Front- oder Teleskoplader habe ich auch nicht gesehen. Ein Bagger habe ich auch nicht gesehen. Oh, das war dann gar nicht so hübsch. Und dann vielleicht noch mal drüber hier. Ja. Ja, hier muss ich dann noch mal drüber. Definitiv. Oh, man. Es gibt keine 6, du. Munition erfüllt. Tja, nochmal. Do 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 na na do 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 do. Ja, so ein GPS wäre schon noch nice, ne? Dass wir dann gemäß GPS fahren können. Das wäre schon was. Das wäre nur so ein Highlight. Highlight. Boah, das Feld nimmt irgendwie kein Ende, ne? Krass. Das Ding ist schmutzig, ist übel. Das ist nice. Ist ach, hübsch gemacht, echt. Also grafikmäßig kann ich eigentlich nicht viel sagen zu dem Spiel. Ist echt Bombe.
Also für einen Farming-Simulator. Prozent gepflügt. 49. Was? Erst die Hälfte. Nehme ich für Apple. Na, total. Hälfte wieder nicht gemacht. Unser Pflug ist einfach zu wenig breit. Hier das Problem hier. Kommen wir nirgends hin. Dem Ding kommen wir echt nirgends hin. Na, hier muss ich da nochmal drüber. Farming. Machen wir mal ein Tempomat. Oh. Problem. Wo ist die Tankstelle? Wo ist die Tankstelle? Wo ist die Tankstelle? Ein Problem. Kann ich da markieren? Mein Trecker ist fast leer. Oh my goodness. Ich hoffe, ich bleibe jetzt hier nicht liegen mit dem Ding. Ja, das reicht schon. Dachte ich schon, was hupt jetzt hier? Miep, miep, miep. Na, boah. Kann man das auch noch einschalten oder einstellen, wie viel Benzin das Zeug schluckt? Ich fand das ist jetzt krass. Praktisch leer. Wir haben ja noch nicht viel gemacht mit dem Track eigentlich und der Tank ist leer. Ist übel. Aber schon 2 Liter verfahren bis hierhin. Ne? Tanken wie? Ist es der da, wo wir tanken müssen? Tankwart Willi? Oh yeah, let's do some business. Der hat Business für uns. Wie tanke ich denn den Scheiß da? Na, I.
und keine Ahnung. Fakt ist, der Träger, der schluckt Benzin ohne Ende, also Diesel. Nicht viel gemacht bis jetzt. Er hat schon wieder 2 Liter. Hat schon wieder 2 Liter hinter sich. Krass. Radio. MP3 können wir hinzufügen. Krass, wir haben schon wieder 4 Liter Benzinverbrauch bis hier. 5. Das ist ein bisschen viel, ne? Das müssen wir irgendwie noch einstellen können. Finde ich noch nicht so optimal. Echt nicht. 6 Liter seit tanken, 7 Liter seit tanken. Das ist zu viel. Du bist über immer nach einem halben Feld musst du tanken gehen. Geld holst du ja nie wieder rein, was du hier ausgibst für Benzin. Das geht ja ewig dann. Das ist übel. Ich habe mal 70% von dem Feld gepflügt. Aber jetzt aber weitergehen mit Grubern oder so. Oder ansehen mit der Sämaschine. Eins von beiden. Ja, das nächste steht schon da. Schließ die Sämaschine an. Liter seit tanken. Ding, 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 ding
Krass, schon so viel Benzin wieder gebraucht. Also Diesel, Entschuldigung. Gleich wieder 20 Liter haben wir gleich wieder gebraucht. Nicht normal. Too much. Muss man runterstellen können. So die Hälfte vielleicht. Die Hälfte wäre okay, aber so. Bin ich nirgends hin, ey. Damn. Schon krass. Ja, der Benzinverbrauch ist viel zu hoch. Jetzt haben wir das halbe Feld und schon wieder 20 Liter gebraucht. Das ist schon ein bisschen, aber hier nur ein Tank, ne. Das ist ein bisschen hoch. Das ist hoch. Pflüge das Feld. Ja, ja, liebe Zuschauer. Das ist krass viel Benzin. Bald haben wir es geschafft. Es ist schon dunkel hier in der Nacht. Das ist schon übel. Mir gefällt aber diese Anzeige rechts. Ja, das haben wir geschafft. Das heißt, wir müssen gleich die Seemaschine anmachen. So. Was wollte denn das E-Mail haben? Seemaschine. Für den nächsten Schritt auf dem Feld solltest du die Seemaschine vertraut machen. Aha. Na eben doch. Wir machen das erst fertig. Wir machen sie erst ganz fertig. Einmal runter, einmal hoch und dann ist das okay. Was für ein Sound. Beruhigender Farming like no other sound.
Ich glaube, wir kommen da nicht auf die 100%, weil wir mittendrin da noch so einen Klecks haben. Wahrscheinlich 99, oder auch nicht. Guckt euch das an, nur 90. So. Falten. Nach unten bewegen. Und abhängen. Oh nein, nach oben bewegen. Moment, wie war das denn? Gerät hinten abnehmen. Zack. Außenansicht. Jetzt gucken wir das mal an. Achtung. Wir haben eine neue E-Mail. Wie kann es auch anders sein? Kaufe Getreide für die Sämaschine. Spitze. Um das selbst zu sehen, für die Sämaschine ist mit der richtigen Getreideart. In diesem Fall soll es Weizen sein. Füllt die Sämaschine mit Getreide. Gib dich zur Weizenpalette neben dem Stall. Weizen. Die Sämaschine ist jetzt voll und du kannst damit beginnen, das Feld zu säen. Auch Handwäsche machen. In der Nähe der Werkstatt. Okay. Frage ist, ob ich das will. Oh, jetzt haben wir übelst viel Gewicht dran. Der fährt schon nicht geradeaus. Übel. Ich komme kaum voran hier. Also, arbeiten. F. Passiert denn hier irgendwas? Sehe ich das? Ah ja, auf der Minimap sehe ich das. Minimap sehe ich das auch, hier sehe ich das auch. Gar nicht schlecht. Hübsch gemacht.
Bisschen eine breitere Maschine wäre was, ne? Wow, das geht schon los. Ging ja schnell. Mit dem Wachsen da. Nicht normal. Schon krass, was das für Aufwand bedeutet. Haben wir dann erst 30%, liebe Freunde. 30%. Riesenarbeit der Seemaschine, du. Oh, das nimmt kein Ende. Nimmt kaum ein Ende hier. Hübsche Sachen in dem Spiel. Ganz viele hübsche Sachen. Bin gespannt, was alles noch kommt. So Baumfällen und so. Ja, da wird, glaube ich, schon noch einiges auf uns zukommen. Dann auch mit den Mods noch, wenn dann die Mods kommen. Mein Mod-Support ist ja garantiert. Aber der Multiplayer muss kommen. Möglichst schnell. Das muss. Ich will mit Preet farmen. Farming with Preet. Krass, gleich ist der Trecker schon wieder halb voll, nur mit Benzin. Also Diesel. Übel. Übel, was das Ding an Diesel schluckt. Da 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 da.
Ja. So geht's. 56% haben wir gepflanzt hier. Da müssen wir warten, bis es wächst. Das ist lustig. Am Anfang ging es ziemlich schnell da drüben. Wahrscheinlich war das irgendwie gerade die Tageswechsel oder so. Um 12 da. Meine. Hat es gerade zack gemacht. Frage ist, wann der nächste Zackmacher ist. Mittags um 12 vielleicht? Machst dann zack, zack, zack. Alles anderes ready? Weiß ich nicht. So ist es, das Farmerleben, liebe Freunde. Ruhig und entspannt. Entspannt und ruhig. So soll es sein und so muss es sein. Oh, habe ich das zu früh hochgezogen jetzt da? Eckchen? Oh no! Please don't! Wahrscheinlich ist gleich fertig hier. Sagt er gleich, ist fertig. Und ich muss gleich wieder Benzin holen. Oh mein Gott. Nicht normal. Diesel, Entschuldigung. Diesel. Gleich sind wir 90%, dann sagt er sicher, ist okay. Aber ich mache dieses letzte Ründchen hier noch. Ich will auf die 98 kommen.
So weit bin ich noch nicht gekommen. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist mir noch nicht passiert. Fahrzeug resetten. Ich weiß, was du meinst. Es gab beim Farming Simulator gibt's das nämlich, ne? So eine Reset-Funktion. Aber hier habe ich das noch nicht. Kann ich dir nicht helfen? Ich glaube, das gibt's noch nicht. Wobei, das wäre schlecht. Karte. Kann man das irgendwie... Sprinkler starten. Ja. Ich weiß es nicht. Wo haben wir hier... Das ist der Shop. Wo sind unsere Fahrzeuge? Kann man die irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich kann es hier nicht... Ich kann dir nicht helfen. Echt. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich, bei Farm 17 und auch 15 gab es da so einen Knopf für Reset. Mal gucken. Tabulator. Kann man vielleicht da? Nee. Akzeptieren. Jetzt sind wir da in dem Fahrzeug. Reset machen. Weiß ich nicht. Okay. Okay, das ist weniger hübsch. Das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich habe nur das Problem, dass diese komische Seemaschine irgendwie ein bisschen rumbackt hin und wieder. Aber das wäre nur ein guter Punkt, ne? Das hatte ich echt noch nicht, das Problem bis jetzt. Okay, Regen. Das Feld, das heißt, jetzt müssen wir unser Dingens holen, unser Fass. Das ist das ist aber echt eine gute Frage. Ich kann es Trecker speichern. Trecker verkauft und gleich wieder kaufen. Wie viel Minus machst du da? Da machst du natürlich schon einiges Minus, ne? Ja, da machst du übelst Minus. Aber das wäre so... Ich würd mal speichern, das Ding verkaufen, wieder kaufen, gucken, wie viel Minus du machst. Wenn du zu viel Minus machst, kannst du das ja wieder laden dann. Aber das ist schon... Das ist eine gute Frage. Damit habe ich mich echt noch nicht befasst. Was passiert, wenn das Ding umkippt oder so? Du kannst ja auch nicht irgendwie beim Händler oder so, kannst du auch nicht. Ja, versuch das mal. Wahrscheinlich machst du Minus, nehme ich an. Ich kann dir nicht sagen, wie viel. Ich habe noch nichts verkauft. Das wäre vielleicht so das Einzige, was mir so einfällt. Verkaufen und gleich wieder kaufen. Oder beim Händler vielleicht, dass du irgendwie da... Aber ich weiß auch nicht... War denn hier Wasser noch gleich?
Maps ist das? Nein. Wissenwasser, hier. Ja. Viel mehr kann ich dir leider auch nicht sagen oder helfen. Ist mir noch nicht passiert. Wie gesagt, ich spiele das erste Mal gerade. Bin noch nicht so weit. Knappe 2 Stunden jetzt. Aber ich wäre froh, wenn das klappt. Oder du das rausfindest, wenn du mir das irgendwie mitteilen könntest. Dann wäre ich noch froh. Was denn? Was meint er denn? Ja, guck mal. Ich wäre dann froh, vielleicht, wenn du das... Okay, vielleicht kippt mein Tracker von selbst auch um. Muss ich das selber gucken. Aber ich wäre froh, wenn du das getestet hast. Vielleicht so keine Rückmeldung. Was schon... Das verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht. Eigentlich müsste sowas auch in Tutorial rein, ne? Am Anfang. Was passiert, wenn dir irgendetwas umkippt, ne? Das wäre schon... Wäre noch wichtig. Und dann muss ich den Tracker schon wieder... Kann man das... Hast du das rausgefunden? Wie man den Treibstoffverbrauch irgendwie runterdrehen kann? Ist krass, was die Fahrzeuge an Treibstoff saufen. Nee, das ist... Ist ja nicht menschlich. Ja, nicht normal. Ist krass. Ja. Weinchen gibt's hier, okay. So, jetzt muss ich mit dem an den Rand des Feldes fahren. Und dann... Aha. Hä? Hier kann ich es natürlich nicht einfach abladen. Weil hier muss ich dann durchfahren, nehme ich an, ne? Oder wie muss ich das... Wie muss ich das machen? Ist das Wasser drin? Stand doch hier, Feld bewässern. Halte am Rand des Feldes an und starte den Sprinkler. Ah, arbeiten mit F. Ah, steht ja da. Noob. Und wie breit sprinkelt das? Nicht so breit, ne? Ist nicht so breit. Okay, und das sehe ich jetzt aber nicht. Da muss ich jetzt nur mit der Karte arbeiten, ne? Das finde ich ein bisschen... Ist jetzt ein bisschen mühsam.
Ja, jetzt. Bis ich das jetzt gejackt habe. Oh, da fehlt noch ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schlecht. Dass man das auf dem Feld nicht sieht. Okay, jetzt sieht man's. Aha. Das ist, weil da schon ein Teil gewachsen ist. Das ist ja schlecht. Okay. Okay. Ja, da muss ich erst ein bisschen reinkommen in das Spiel. Ist nicht ganz wie der Farmsim. Ich klicke auch immer die falschen Tasten. Wenn man wenigstens die Tasten selber belegen könnte, könnte ich mir das ungefähr gleich hinmachen, ne? Aber ja. Was willst du tun? Es ist, wie es ist. Ah, ich hab noch... Ja. Mit Xbox Pad, okay. Ja, ich habe mir eben gedacht, ob ich mein Lenkrad wieder anschließen soll. Weil ich habe da noch damals für den Farmsim extra dieses Lenkrad und Joystick-Teil da gekauft von Zytec. Das wäre dann auch was. Aber solange ich die Tasten nicht belegen kann, wie ich das möchte, ist das ein bisschen schlecht. Hat er aufgegeben. Ja? Ich finde es halt ein bisschen präziser zum Steuern, ne? Also mit dem Gamepad oder Maustastatur. Finde ich schon hübsch. Aber mal gucken. Jetzt erstmal so den ersten Patch abwarten. Dann werden wir sicher die ganzen Einstellungen ändern können. Hoffe ich zumindest. Ich denke schon. Ich denke, dass das so kommen wird. Ist lustig, jetzt reicht das nicht mal für das ganze Feld, das Wasser wahrscheinlich. Okay. Ich war eigentlich mit diesem Zytec-Farming-Ding ziemlich zufrieden. Ich fand das eigentlich nicht schlecht. Die Pedale sind ein bisschen billig. Aber beim Farmsim 17 bin ich damit super zurechtgekommen. Fand ich Hammer. War gut. Spaß gemacht. Echt Spaß gemacht. So, jetzt haben wir das Problem, müssen wir gleich wieder Diesel holen, ne? Ja, die Konsole ist schon nice, ja. Die Konsole ist... Aber ich finde halt auch die Steuerung mit einem... Ja, das stimmt. Wobei, mittlerweile ist ja... Zytec ist ja Logitech, ne? Die haben ja das aufgekauft. Vor 2 Jahren oder so. G29 ist schon toll, ja. Ich habe mir ja das Paket gekauft, weil alles mit dabei war. Und bis jetzt, so. Für das, was ich brauche, bin ich eigentlich zufrieden. Ja, der Shifter, ja. Wobei, der Shifter finde ich den von Thrustmaster fast besser. Oder auch das Lenkrad von Thrustmaster. Das ist schon... Kostet gab ein bisschen mehr Geld. Das ist Logitech-Zeug.
aber ja. Ja, das ist ein nice Ding. Echt nice, das Teil. So, Benzino. Ich finde das Lenkrad, wo die haben, auch nicht schlecht. Das, wo du so abnehmen kannst und andere draufsetzen. Das ist schön, aber ist teuer. Habe ich mir noch nicht gegönnt. Ja, das stimmt. Ich habe den Joystick von denen. Diesen A10 Warthog Hotas. Das ist Hammerteil. Würde ich nie wieder hergeben und sofort wieder kaufen. Sofort. Für alle Flugsimulatoren oder Hawks oder Battlefield oder ich fliege alles mit dem Ding. Auch Sci-Fi-Simulation. Also EVE Online, Elite Dangerous, X und so fliege ich alles damit. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das Krasse ist, es gibt ja eigentlich keine große Konkurrenz. Wenn man jetzt beispielsweise guckt, Keyboard oder Tastatur, da gibt es x Milliarden Hersteller. Aber so andere Eingabegeräte wie Joystick, war genau irgendwie Zytec, Logitech und Thrustmaster. Und Zytec wurde aufgekauft und Logitech gibt es nicht mehr viel, ne? Doch irgendwann gab es so dieses Cyborg, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Dieses Force-Feedback-Ding ist schon nicht so. So. Jetzt können wir noch einmal rüberfahren und dann muss ich wieder Wasser holen. Das stimmt. 150 kannst du nichts sagen für neu. Ist nicht schlecht. Das Thrustmaster ist gerade ein bisschen teurer. Weiß nicht, was kostet das im Moment? Ich glaube etwa 400 Euro, oder? Ich glaube. Also diese Carbon Edition oder was das? Ich glaube 400 Euro ist das Ding. 300 plus, ja. Ja, das ist schon. Muss man sich überlegen. Ich spiele eben nicht. Eigentlich keine Rennspiele. Ist nicht so meins. Deshalb sehe ich den Grund nicht ganz so viel auszugeben. Ja, genau. Ich fliege eigentlich lieber. Deshalb. Habe ich mir einen fetten Joystick geholt. Aber dieses G29 wäre noch eine Überlegung wert. Genau. G29 muss ich mir nur überlegen. Das wäre noch eine Überlegung wert. Kostet nicht so viel. Wo ist nicht übel. Wobei den Shifter brauche ich ja dann eigentlich auch nicht. Weil ich ja eigentlich keine Autospiele spiele. Von daher könnten wir den Shifter, ne, weglassen.
wie gesagt, im Moment bin ich eigentlich mit diesem Sci-Tech-Farming-Ding auch ziemlich zufrieden. Das Einzige, was mich da stört, sind die Pedale. Die sind echt billig. Das Lenkrad selber geht eigentlich. Nicht übel. Ja. Ja, das stimmt. Die Qualität ist schon... Aber wie gesagt, hin und wieder ein bisschen Farming reicht das eigentlich allemal. Ja, das ist klar. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist schon klar. Aber irgendwie, das war eben so ein Angebot. Die Konsole selbst alleine wäre gar nicht viel billiger gewesen als das Kombipaket, und ich hatte eben gar nichts, keine Pedale und gar nichts. Da habe ich mir gedacht, holst du halt mal alles zusammen, dann kannst du immer ein bisschen, ne? Genau. Genau. Aber die war eben nicht viel billiger einzeln. Ich glaube, der Unterschied war, glaube ich, 50 Euro. Konsole einzeln und alles zusammen. Und da habe ich mir gedacht, holst du alles zusammen. Weil wenn ich das G29 geholt hätte, noch zusätzlich, wäre es dann ganz was anderes gewesen im Preis dann. Wobei, ganz ehrlich, auf die Konsole könnte man eigentlich auch verzichten, wenn man einen Joystick hat. Weil die ganzen Frontlader-Optionen und so kann man mit einem normalen Joystick eigentlich auch bedienen. Von daher... Naja. So. E-Mails. Auf die Ente warten. Okay. Nebenaufgaben können wir jetzt wieder machen. Planung. Mitarbeiter. Mhm. Okay. Okay. Jetzt fahren wir mal zurück. Gucken das Ganze mal noch in der Werkstatt an. Was der Trecker jetzt schon wieder so hingemacht hat. Dahin gemacht hat, vielleicht. Ja. Aber ein vernünftiges Gamepad wäre auch noch was. Für ich nehme ich auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Gülletank. Was ist das denn? Milchsilo. Das haben wir ja noch nicht. Ah, das wird alles eins nach dem anderen gebaut, oder was? Beides draufstellen? Fahrzeugdiagnose. Okay. Was mit Anhänger und so? Also das Fass, nutzt sich das auch ab oder nicht? Nutzen sich nur die Fahrzeuge ab. Lol, der Motor schon wieder. Ja, scheint so.
Fahrzeugdiagnose. Ja. Anscheinend, ne? Okay. Jetzt haben wir doch irgendwo noch ein Feld. Das da, genau. Konnte man das nicht irgendwie... Nein. Nähe der Werkstatt konnte man das doch mit Handwäsche waschen. Muss ich noch testen. Es ging doch. Emo stand das doch. In der Nähe der Werkstatt kannst du... Lelelelele. Stand er doch irgendwo. Von Hand. Ah, das ist da drin. Aha. Da, wo das Fahrzeug ist. Okay. Shop. Nein. Fahrzeugshop. Anhänge. Gibt's irgendwas? Eine Ballenpresse oder so? Zisterne. Das kostet Geld. Das ist ja nicht normal. Kultivierung. Gibt's keine Ballenpresse? Für das Stroh? Gibt's das nicht? Gibt's keine Ballenpresse in dem Spiel? Oder bin ich blind? Mähdrescher. Echt jetzt? Ist das euer Ernst? Ah doch, das ist ein Ladewagen. Ah, jetzt. Ballenpresse. Ja, geht nicht. Shit. Ladewagen. Können wir das auch mit dem Ladewagen aufnehmen? Was ist das denn? Nein. Und das ist das auch ein Wickle. Laden und Wickeln 30.000. Oh, nochmal 30.000. Krass, so viel Geld haben wir gar nicht. Das heißt, hier können wir gar nicht weitermachen. Da müssen wir Nebenaufgaben machen, bis das Zeug gewachsen ist. Weil hier kann man irgendwie nichts Neues anpflanzen. Ich möchte eigentlich das Stroh nicht. Was ist das denn? Hier können wir die Nacht überspringen. Das ist mal ein nice Feature. Kann man die Nacht überspringen. Das hätte man beim Farm Sim auch machen müssen. Okay, hier ist der Kärcher. Da kann man wahrscheinlich die Sachen putzen. Handwäsche. Okay, zu weit weg. E-Mail. Handwäsche. Auslege. Auslege.
kostenlos. Okay. Eigentlich, akzeptieren. Können wir mit dem Drescher schon mal rüberfahren, ne? Fahren wir mit ihm rüber, wenn es dann fertig ist. Ja. Läuft. Ja, ich würde es, wie gesagt, ich würde mal versuchen, speichern, den Trecker verkaufen und gleich wieder kaufen, gucken, wie viel Minus du machst. Aber ich glaube, es gibt schon einiges an Minus. So. Jetzt klatschen wir den mal hier hin. Können wir dann ernten, sobald es fertig ist. Bin ich gespannt, liebe Freunde. So. Was können wir hier noch machen? Was ist das denn? Unser Farmer Boy. Was ist das hier? Eierlager, ihre Immobilien. Okay, wir haben kein... Was ist das? Kühe. Kuhstall. Ist auch noch nicht fertig. Gleich wieder Milchtank, der ist auch noch nicht fertig. Hm. Können wir da eigentlich speichern? Wir haben noch gar nicht gespeichert. Was ist hier? Eine Kuhweide. Sieht auch hübsch aus. Ah, das ist zum Melken hier. Ne? Ich glaube. Geschieht denn sowas? Melken, ist das automatisch dann? Hm. Wissen wir nicht. Das heißt Frontladerzeugs. Wo hat's Nebenaufgaben? Das hier ist das Frontladerzeugs. Was ist das da? Das ist unser Trecker? Nee. Hm. Ah, das ist auch Frontladerzeugs. Frontladerzeugs, ne? Das ist unser Trecker. Ja. Gewächshaus. Was kann man denn da machen? Beim Gewächshaus? Sonnenkollektor. Das ist Wasser. Das ist Gemüse- und Obstspeicher. Windkraftanlage, Wert 4500. Kann ich die kaufen? Oder jetzt noch nicht? Vielleicht kann ich die jetzt noch nicht kaufen. Weil, Tutorial, ne? Ich geh mal gucken, ob ich die kaufen kann. Da hätten wir ein bisschen Nebenerwerb. Das wäre schon nicht schlecht. Du. Ah, da ist das Gewächshaus. Da muss ich auch kurz hin. So, das Ganze ein bisschen erkunden hier, ne? Was
ist das? Ah, das ist wahrscheinlich dieses... Kann ich nichts tun. Okay. Nothing to do. Was ist hier? Unser Gewächshaus. Genau nichts. Das ist der Kartoffelspeicher. Da ist Wasser. Wasser? Kennen wir schon. Wasser. Wo sind denn... Was ist das? Ah, das ist... die Gemüsespeiche. Paprikaschoten. Oho. Oh, hier. Das ist so ein Windding, oder? Nee, das ist ein Wasserturm. Ist die blöde Windanlage. Dann noch weiter unten. Was ist das denn? Oh, ein Saphir haben wir gefunden. Für was ist der denn? Mhm. Sammle Saphire, um diese gegen 200.000 Euro einzutauschen. Kann ich die nur eintauschen, wenn ich alle habe? Oder einzeln 200.000. Wahrscheinlich nur, wenn ich alle habe, ne? Was sind's? 100 Stück, glaube ich. Na dann. Wissen wir, was wir zu tun haben. Oh mein Gott. Ein bisschen Arbeit, du. Müssen wir das Zeug suchen. Haben wir hier so? Ah, hier, genau. Diese Turbinen. Aber da können wir noch nichts machen. Weil es auch nur Tutorial ist. Nein. Echt jetzt? Nee. Okay, dann fahren wir mal zurück und überspringen die Nacht. Wir überspringen die Nacht jetzt. Dass wir das auch mal getestet haben. Der Sound. Überspringe die Nacht. Tum, 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 tum. Spannend. Spannend. Und John ist morgen früh. Nice. Das ist echt nice, dass man die Nacht überspringen kann. Das ist nice. So. Wo sehe ich jetzt hier diese Nebenaufgaben? Ah, das sind die, ne? Habe ich hier auch noch irgendwo was? Fragezeichen. Birnenernte. Motor gut, alles gut. Okay. Was ist das? Getreidesilo. Drohnenlandeplatz. Okay. Wir haben Drohnen?
Es gibt Drohnen in dem Spiel. Ist das Gerstenernte? Gerstenernte. Könnte ich eigentlich machen. Ich habe ja einen Drescher, habe ich hier. Irgendwo bei der Tankstelle war doch auch noch was. Wo war die Tankstelle nochmal? Ja? Nein. Moment. Feld 1. Ich bin da. Bin ich jetzt so blind? Da. Ah, das war eben die. Ja, stimmt. Wäre das dann hier eigentlich noch größer? Ich glaube, ne? Es wird alles nur aufgedeckt. Ist das schon... Oh, wie hast du den Trecker rausgekriegt? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du den rausgekriegt hast. Hast du mit dem Mähdrescher zur Seite gestupst oder was? Ja, das fehlt schon noch so ein bisschen, ne? Das fehlt. So ein Knopf, wo man die Fahrzeuge zurücksetzen kann. Oh mein Gott. Ja, das muss man schon noch so ein Reset-Knopf. Das muss noch rein. In das Spiel. Definitiv. Das ist schon noch so was Wichtiges. Ich glaube, wir müssen dem mal ein E-Mail schreiben, wa? Gibt schon noch so ein paar Sachen. Wie gesagt, auch der Treibstoffverbrauch, das ist ja unmenschlich. Was diese Vehikel an Treibstoff schlucken, ey. Das finde ich nie okay. Was will der von uns? Can you do something for me? Okay. Okay. Ja, ja, dann muss man spielen, das stimmt. Okay, 16 Stunden habe ich Zeit für Bieren abzuliefern. Ja, aber bevor ich das annehme, hole ich mir den Wagen, ne? Hol mir, mach ich erst den Wagen dran. Nicht, dass ich ja schon zu viel Zeit wieder verliere, ne? Wenn ich dann nur 16 Stunden Zeit habe. Genau. Sehe ich das eigentlich irgendwo von unterwegs? Statistik. Felder. Feld 3. Nicht 3. Kann ich irgendwie... Das ist nur ein Feld. Wo sehe ich die anderen Felder? Ja, Feld 3. Wir haben aber noch eins im Besitz.
Oder nicht? 2 Tage. Bis das reif ist. Mami. Na gut, dann hängen wir mal noch den Anhänger an. Ne? Hängen wir den Anhänger an? Genau. So. Kind den anbringen. Genau. Das Zeug ist schmutzig, ist ja nicht normal. Jetzt können wir wieder rübergehen und für diesen Typen die Bären transportieren, ne? Na, geht da durch wieder. Sieht schon. Ha, das Spiel sieht echt hübsch aus. Das sieht echt hübsch aus. Ich bin überzeugt. Das wird gerade so gut wie Farmsim. Bisschen mehr Zeit, 1-2 Patches, paar neue Maschinen. Ja, das kommt. Liebe Zuschauer, das kommt. Definitiv. Das Spiel hat Potenzial. Kann ich empfehlen. Nach den ersten knapp 3 Stunden, immer noch im Tutorial. Ich bin überzeugt. Oh yes. Wunderschön. So, jetzt transportieren wir für den ein bisschen Bieren, ne? Der will ja Bieren haben. I would really like to use your service. Let me know when you're done. Let me know when you're done. Okay. Okay. Genau, jetzt gehen wir das mal einsammeln, ne? Birnen. Da muss ich mehr als einmal fahren. Problem. Ja, dann. Hinfahren, ausladen. Füllen, ausladen. Ist ja eigentlich locker verdientes Geld da gerade. Ja. Ausladen, wie? Liefere Bären zum Lager. Wie
liefere ich die Bieren zum Lager. Ah, abladen. Muss mit dem Trecker. Okay. Der Trecker muss da sein, aber der Wagen nicht. Lustig. So, jetzt sind restlichen Bienen. Füllen, füllen, füllen. Ja, ich nehme an, es gibt so drei Ladungen. Drei bis vier Ladungen. Jeweils 8 Tonnen. 8 Tonnen Bieren. Nice. Nice. Der wird übelst Geld verdienen, wenn er mir 5000 Euro bezahlen kann für das bisschen hin und her fahren. Das sind teure Bieren für ihn. Abladen. Zack, 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 zack. Läuft. Es gibt noch eine Ladung. 4 Ladungen. Okay. Locker flockig. Da gibt es für den übles Geld. 4 Ladungen Bieren, du. Reicht immer noch nicht. Ha. Krass. Noch ein fünftes Mal vor. Ein fünftes Mal. Ihre Immobilie. Ist das? Das ist meine. Das heißt, ich habe dann eine Bären drin, die ich verkaufen kann? Ich glaube nicht. Aber wenn ja, wäre es schlecht. Von den Entwicklern. Ja, läuft.
Letzte Ladung Birnen und dann werden wir bezahlt. Da gibt's Money, Money, Money. Cash, Cash, Cash. Cash. Oh yeah. Oh, wir haben Money gekriegt. 5000 Euro. Nicht übel, kleiner Mann. Es ist eben leer. Das habe ich mir schon gedacht. So. Jetzt haben wir hier unten noch die Tankstelle. Können nämlich gleich den Träger tanken. Du. Would you like to earn some cash? Ja, mit ihm warten wir noch. Muss ich dann erst denn... Wo ist denn dieses Gerstenfeld eigentlich? Automatische Wäsche. Fahrzeug verlassen. Wie tun wir denn das automatisch waschen tun, du? Ah. Nee. Car wash. Euro. Oh, mit Damm. Das ist aber nice gemacht. Das sieht nice aus. Ha! Das ist nice. Das ist echt nice. Ja. Ich finde auch diese Werbung Kirche. Gereinigt, gereinigt. Okay. Saubere Fahrzeuge. So muss das sein. Ich finde das echt... Ich finde das Spiel hübsch gemacht. Es ist so hübsch gemacht. Hm. Richtig hübsch. So. Ich sehe gleich wieder alles schmutzig hier. Schmutzig. Ah, jetzt ist hier ein Stadium Weide. Aber wie kann ich gucken? Wie kann ich auf dem Tablet gucken, in welchem Stadium das ist?
Statistikfelder. Ja, das ist ein Feld. Feld 3. Was ist denn mit Feld 1? Exotische Kulturen, Hanf. Wo sehe ich denn das? Das ist der Shop wieder. Ah, hier ist der Vieh. Da ist dieser Markt, ne? Laufende Ratenzahlung. Ich hab nur Feld 1. Wieso habe ich nur Feld 1? Das verstehe ich gar nicht. Ich müsste doch irgendwo... Nee. Plantagen. Kuhzucht. Felder. Und dass du ein Feld mindestens einmal alle vier Ernten pflügen musst. Ausnahme Kartoffeln. Aha. Mindestens 3 Tage. Gewächshäuser. Plantagen. Aufzucht von Nutztieren, Hühnerstelle.
Nasenstelle. Großen Gewinn. Ballenkästen. Das Tablet, Finanzen. Drohne. Okay. Getreidefelder Schritt für Schritt, okay. Pflanzen, wässern, düngen, ernten, speichern und lagern, verkaufen. Nur noch größere Sachen. Aha. Plantagen, Schritt für Schritt. Okay. Gewächshäuser. Interessant. Skip the night. Night skipping. So. Machen wir wieder Tag. Düm, 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 düm. Hat's gemacht. Ja, läuft. Das erste ist fertig. Jetzt müssen wir aber noch einen Tag warten, bis der Rest soweit ist, ne? Aber das kommt. Das ist fertig. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Speichern. Speichern. Ja gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Liebe Zuschauer, liebe Triple Fler, liebe Friends, Family und Fans, das war's für heute. Erste Runde Pure Farming 2018. 3 Stunden haben wir es jetzt getestet. Mir gefällt's. Ich bin überzeugt davon, wenn der Multiplayer noch kommt. Naja, gibt noch ein bisschen was, was sie machen können. Aber ich bin zufrieden. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play oder Livestream von DesertForce.de. Das Ganze wäre dann schon wieder morgen Abend, also morgen Nacht wieder. Irgendwann ab 01:00 dann. Genau. In diesem Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, ciao. Wir sehen uns.